Herzlich willkommen bei der Patientenuniversität. Die Patientenuniversität ist eine Gesundheitsbildungseinrichtung an der Medizinischen Hochschule Hannover und besteht bereits seit 2007. Ziel der Patientenuni ist es, medizinische Themen laienverständlich zu vermitteln. Heute möchten zwei Medizinstudierende Ihnen die Lunge näher erklären. Der Mensch hat zwei Lungenflügel, einen rechten und einen linken Lungenflügel. Genau, dazu haben wir ein Modell des rechten Auges und Sie sehen hier den Augapfel, wobei der linke Lungenflügel kleiner ist als der rechte. Und wenn ich das jetzt ein bisschen drehe, kann man auch die äußeren Augenmuskeln sehen. Normalerweise die Lungenflügel hier. Sie ist rosig, leicht eindrückbar, nicht fest. Ähnlich wie ein Schwamm fühlt es sich manchmal an. Wenn man raucht, dann wird die Lunge dunkler und es lagern sich hier überall Reste von Qualm ab. Die beiden Lungenflügel liegen im Brustkorb, unterhalb der Rippen. Diese schützen sie. Man sieht hier, dass in der linken Lunge, der linke Lungenlappen zwei Segmente hat. Und der rechte Lungenlappen hat drei Segmente. Die Luft kommt nun durch den Mund über die Luftröhre hier unten an. Dort spaltet sich die Luftröhre auf und sie verzweigt sich weiter. Es dauert ca. 20 Verzweigungen, bis sich die luftleitenden Wege ihren Endpunkt finden. Dieser Endpunkt heißt Alveolen, das sind die Lungenbläschen. An diesem Ort steht der Gasaustausch im Vordergrund und findet statt. Die Lunge hat zwei getrennte Gefäßsysteme, zwei Kreisläufe. Dabei gibt es einerseits die privaten Gefäße für die Lunge, die die Lunge an sich mit Sauerstoff versorgen. Andererseits gibt es aber auch die öffentlichen Gefäße. Diese sind dafür zuständig, dass der Körperkreislauf mit Sauerstoff versorgt wird. Die öffentlichen Gefäße laufen parallel mit den Luftwegen bis zu den Alveolen. Dort findet dann der Austausch statt. Es gibt vier wichtige Symptome, die eine Lungenerkrankung kennzeichnen können. Dazu zählt unter anderem Husten, der mit Auswurf verbunden sein kann, man bezeichnet ihn dann als produktiv. Oder Husten ohne Auswurf, der unproduktiv genannt wird. Außerdem sind Luftnot, Bluthusten und Brustschmerz wichtige Symptome, die auf eine Lungenerkrankung hindeuten können. Eine vergleichsweise häufige Erkrankung der Lunge ist die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, kurz COPD. Es handelt sich dabei um eine chronische Entzündung der Bronchien, die zu einer Verengung der Atemwege führt. Man nennt dies Obstruktion. Die eingeatmete Luft kann dadurch schwerer an die Außenwelt abgegeben werden und die Lunge überbläht. Die COPD wird häufig durch Rauchen verursacht. Ca. 20% der Raucher erkranken an einer COPD. Eine weitere Erkrankung neben der COPD, die durch das Rauchen hervorgerufen werden kann, ist der Lungenkrebs. Ca. 85% der Lungenkarzinome sind durch Rauchen bedingt. Es kommt dabei zu Bluthusten und Atemnot, wobei das Bluthusten ein spätes Symptom ist. Bei der Lungenentzündung, auch Pneumonie genannt, handelt es sich um eine Entzündung der Lungenbläschen oder des dazwischenliegenden Gewebes. Es kommt dabei zu Schüttelfrost und hohem Fieber. Ein häufiger Erreger, der eine Lungenentzündung hervorrufen kann, vor allem bei Lungenentzündungen, die ambulant erworben sind, das heißt nicht im Krankenhaus entstehen, sind Pneumokokken. Eine Impfung gegen Pneumokokken wird im Kindesalter empfohlen, aber auch bei Menschen über 60. Hier noch einmal die Kennzeichen zur Lunge. Die Lunge besteht aus einer Luftröhre, einem rechten und linken Lungenflügel mit Alveolen. Die Lungenspitzen liegen ca. 2 cm oberhalb der Schlüsselbeine bei maximaler Anatmung. Sie wiegt 1,3 bis 1,5 kg und hat bei Erwachsenen eine Kapazität von ca. 5 Litern. Würde man die gesamte Fläche der Lunge ausbreiten, käme man auf eine Fläche von ca. 140 Quadratmetern, der Fläche eines Tennisplatzes. Die Hauptaufgabe der Lunge ist das Abatmen von Kohlenstoffdioxid und die Aufnahme von Sauerstoff. Der Mensch atmet ca. 10 bis 12 Mal in der Minute ein und aus, dabei strömen etwa 500 ml frische Luft in die Lungen. Das Lungengewebe hat keinerlei Muskulatur, deshalb ist die Atemtätigkeit abhängig von der Funktion des Zwerchfells, das durch das Zusammenziehen das Einatmen ermöglicht.
Die Atmung läuft unbewusst ab und wird bei erhöhtem Sauerstoffbedarf, zum Beispiel Sport, angepasst. Eine wichtige Erkrankung der Lunge ist zum Beispiel das Asthma bronchiale. Dabei kommt es durch einen Reiz zu einer Schleimbildung und einer Verengung in den kleineren Abschnitten der Lunge, was zu starker Atemnot führt. Weitere Informationen und Veranstaltungshinweise erhalten Sie auf unserer Homepage unter www.patienten-universität.de.